so ungewohnt, dass man nicht mit dem Koch reden muss, sondern sich hier hinsetzen muss. Sehr gut, Ausdauer und Angriff können wir gut gebrauchen. Und los geht's. Wir sind in dem Dreiergebiet hier auf der Map. Gucken. Also zumindest während der Mission waren sie da. Im 3 und 2. Waffe sieht ganz nett aus, muss ich sagen. Die da. Ne, das sind die gar nicht. Das sind andere diesmal. Also wie gesagt, während der Mission waren die hier und im 2er-Gebiet bei mir. Das sind ja die Yaggies. Kein Thema. Dafür ist der Chat doch da. Ja, Unity habe ich auch gespielt, aber das habe ich ja. Ich habe halt zwischendurch dann den dritten Teil gespielt und da musste man mit dem Koch reden. Ich meine, das gewöhnt man sich auch wieder um. Dauert nur ein bisschen. Ich weiß nicht, ob die Kleinen jetzt diesmal die Mission sind oder ob sie da die Großen sind. Ich würde sagen, wir zerlegen jetzt einfach mal Kleine. Wie sie ausweicht, gibt's ja nicht. So. Sollen wir gleich mal in der Mission gucken, ob der gezählt hat. Der hat gezählt, also brauchen wir die Kleinen diesmal, nicht die Großen. Oder Größeren. Bin ich schon an welchen vorbeigerannt, auf jeden Fall. Aber von denen sollte es eh genug geben. Hoffe ich zumindest. Du lässt mich mal in Ruhe. Kommst du denn her? Das war wieder super gut. Vielen Dank fürs Followen. Zockfisch LP. Gehen wir mal ins nächste Gebiet. Unten ist zumindest schon mal nix. Alter, willst du mich verarschen? Egal, da oben war eh nix. Guck mal lieber, dass wir da in die 5 weitergehen. Ich glaube, das geht beides nicht. Wir müssen da hoch. Uncool. Uncool. Ach, die kommen hier auch wieder hochgeklettert, ist klar. Was Kackviecher. Die hier sind es. Das sind die Kelbies. Falls du sie immer noch suchst. Und ich wusste, was ich meine. Danach
den großen Yagi. Ja, mal gucken. Ich meine, diese mittleren Yagis habe ich ja schon gemacht gehabt, nur den ganz großen noch nicht. Monsterknochen S brauche ich irgendwie, aber da finde ich gerade nichts von. Bisschen schade. Also um das Schwert zu verbessern. Waren das alle? Sieht fast so aus. Nur diese blöden Insekten wieder. Den haben wir mal gut zerstört. Ich finde die despawnen in dem Spiel ganz schön schnell. Ich habe das nicht so im Gefühl gehabt, dass das früher so schnell gewesen wäre. Das ist schon wieder alle hier, das gibt's ja gar nicht. Dann ab in die neuen. Hauptziel erfüllt, sehr schön. Gehen wir den noch looten. Das Problem ist halt, dass die meisten Deutschen auch einfach auf Englisch streamen, weil sie halt dadurch eine breitere Masse ansprechen können. Nehmen wir noch ein paar Pilze mit, wenn wir eh schon hier sind. Ich finde die 60 Sekunden für die Missionen zu beenden ein bisschen lang teilweise. Ich denke, die 20 Sekunden wie beim Lager hätten es auch getan. Aber was soll's. Ich denke, die wird man dann später wahrscheinlich brauchen, wenn man große Viecher tötet und die 2-3 Mal kirschnern muss. Die Kameraden steigen so super schnell Level auf, das ist der Wahnsinn. Ich frage mich, ob es da irgendwann ein Endlevel gibt mit Ding wie Level 20 oder sowas. So, da können wir mit jemandem reden, dann machen wir das so erstmal. Dem haben wir die Quest zu verdanken, die wir eben gemacht haben. Ah, jetzt hat ein Großjagi beschlossen, seinen Hintern hinzupflanzen, okay. Gut, also können wir jetzt den Großen machen. Ich denke, das werden wir dann auch direkt angehen. Große Viecher machen doch direkt mal doppelt so viel Spaß. Das hier auf jeden Fall. Nebenquest 3 Yagi erledigen. Das sind die mittleren. Diesmal denke ich dran und setze mich auch an den Tisch. Mooskäse, okay. Du musst in deinem Haus an dem Kameradenbrett einstellen, dass der mitkommt. Weiß nicht, ob du die Quest vielleicht noch nicht gemacht hast, aber mir wurde das dann bei der Quest erklärt. Also hier im Haus, achso, ich kann jetzt nicht mehr rein, weil ich die Quest schon angenommen habe. In dem Haus geradeaus ist hinten halt so ein Brett an der Wand. Du musst vorher auch mit dem
Kameraden reden, dann erklärt er dir das auch. Der steht irgendwie links, wenn du ins Haus reinkommst. Kann halt, wie gesagt, nur sein, dass du die Quest vielleicht noch nicht dafür gemacht hast. Die Kamera haben wir doch erst erklärt bekommen, oder nicht? Auf dem Schiff irgendwie war das doch. Ja, das ist nichts Neues. Das hast du mir schon mal erklärt. Vielen Dank dafür. Finde ich auch ein bisschen. Naja, fragwürdig, wenn im Spiel einem die gleichen Sachen zweimal erklärt. Simple Blitzbombe und faules Fleisch kriegen wir hier. Interessant. Hat funktioniert, sehr schön. Kein Problem. So, dann gucken wir mal, wo der Großjagi zu finden ist. Ich schätze mal, der wird irgendwo da Richtung 9, 7 oder sowas sein. Irgendwo da in diesen Höhlen. Schätze ich einfach mal. Er kann aber irgendwie viel länger rennen, habe ich das Gefühl, als früher. Der Balken geht überhaupt nicht leer. Das ist kein mittelgroßer, sondern nur ein kleiner. Das mittelgroße würde ich zumindest mittöten, denke ich. Du bist doch so ein mittelgroßer. Für die Nebenquest halt. Das war einfach, was ich mit dir, guck mal her. Machen wir dich auch schnell noch weg. Wenn wir eh schon dabei sind. Den können wir sogar zweimal. Ah ne, geht nicht. Nur einmal. Schade. So, dann weiter. Da oben ist wieder eine mittelgroße, dann machen wir den doch noch. Ich glaube, ich habe gar nicht getroffen eben. Der ist tot. Perfekt. Ich glaube, jetzt brauchen wir für die Nebenquest noch einen von denen. Mittleren. Oh, Erze. Juwelen und Co. brauchen wir ja irgendwie um so Rüstungssockel-Sachen für die für die Rüstung zu machen, wenn ich mich richtig erinnere. Hier sieht es nicht so aus, als ob irgendwas wäre. Außer Erz. Dann gehen wir doch am besten mal in die 5 und von der 5 in die 9, denke ich. Das ist auch Erz. Sieht so aus. Alles mal mitnehmen. Noch höher. Ey, diese Scheißviecher, die gehen mir so auf den Sack. Kann doch nicht wahr sein, dass sie einen jedes Mal da runterkicken.
Purer Wahnsinn. Noch höher. Sind wir bald ganz oben angekommen, hoffe ich mal. Hier sind sie wohl auch nicht. Und mal die neuen. Hier sind zwar welche, aber wohl nicht der dicke. Also ich vermute, dass eine Sequenz kommen würde, wenn wir den dicken finden. Aktuell. Sechs ist er, okay. Danke dafür. Ich habe es heute von Amazon schon bekommen. Wir haben das gestern schon verschickt gehabt, das war ganz nice. Alles kleine. Dann gucken wir mal, dass wir irgendwie schnell Richtung 6 kommen. Viel blieb ja auch nicht mehr übrig. Das ist sogar ein mittlerer. Nehmen wir dich doch mit. Gestern schon. Ich war froh, dass es heute schon kam. Normalerweise hole ich meine Spiele bei einem lokalen Händler hier, aber der hat genau jetzt in dem Zeitraum Urlaub. Und bei dem kriege ich die Sachen halt normalerweise auch immer so 2 Tage, 3 Tage früher. Das ist halt ein bisschen ganz bitter irgendwie, aber immerhin kam es einen Tag früher bei Amazon. Deswegen will ich mich gar nicht beschweren. Es kam gar kein Video hier, also scheinbar ist er doch nicht hier. Oder ist es gar nicht die 6? Ich glaube, das ist die 8, wo ich hier bin. Ich erzähle nur Mist. Das heißt, ich muss hier außen rum. Die 6 ist da drüben. Da steht die Zahl nur so blöder. Also hier muss er sein. Hier ist er auch. Vielen Dank dafür. Da kommt er angedödelt. Der dicke. Ja, kämpft da ruhig untereinander, habe ich auch kein Problem mit. Oh, wir kriegen scheinbar das neue Feature gezeigt, wo man jetzt auf dem Rücken drauf springen kann. Das habe ich ja im Vorab schon gelesen zumindest. Bin ich ja mal gespannt. Ich bin auf das Monster gesprungen, das sehe ich auch. Ne, hast du nicht. X, um das Monster zu Fall zu bringen. Oder zerstörst einen Körperteil, das wäre interessant. Halte die R-Taste gedrückt und greif nicht mehr an, um dich richtig festzuhalten. Okay. Okay, da hat er mich abgeworfen scheinbar. Interessant. Komme ich da jetzt irgendwie wieder drauf? Aber ich glaube, der liegt da jetzt erstmal dumm. Vielleicht sollte man dann erstmal so damagen.
Immer weiter. Machen wir vor allem nochmal anvisieren an. Wenn man das schon groß erklärt bekommt hier am Anfang des Levels. Ich glaube, da liegt irgendwie was von einem Teil, das wir vom Körper zerstört haben. Guck mal, dass wir das erstmal einsammeln, bevor es verschwindet. Eine Yagi-Schuppe. Und versuchen wir nochmal auf den drauf zu hüpfen. Ich glaube, das ist zu weit weg. Das heißt, der muss erstmal hierher kommen. Ne, das hat nicht geklappt. Wie hüpfe ich denn auf ihn drauf? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Muss ich da einfach nur hinhüpfen? Na, irgendwie nicht. Ich denke, sonst wäre ich eben drauf gelandet. Naja. Nein, nein, nein. Erstmal heilen. Weg damit. Danke. Nehmen wir gleich noch eins, vorsichtshalber. Uiuiui, weg. Jetzt wohl ganz gern, mein Freund. Ich glaube, er flüchtet. Müssen wir schnell hinterher. Ich habe nämlich keinen Farbball drauf geworfen. Ist er doch, der Stinker. Er ruft da Unterstützung. Bin ich nicht so begeistert von. Ah, komm. Da ist meine Schärfe nicht gut genug, um da durchzukommen an den Stellen. Bisschen bitter. Ja, ja, der hält schon ein bisschen was aus, muss man sagen. Gut geblockt auf jeden Fall. Flüchtet er wieder? Nee. Kleine hier nervt auch ganz schön rum. Wenn eine Sprungsequenz trifft, okay. Also muss ich quasi, wenn ich oben bin, dann Damage machen. Und dann drauf springen. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß, wie das gemeint ist. Gut, danke dafür. Müssen wir erstmal gucken, dass wir das irgendwie wieder heilen, ein bisschen. Dann sollten wir vielleicht auch mal irgendwie gucken, dass wir ein paar von den Kleinen loswerden. Die nerven nämlich ganz schön. Aber er ist schon am Schnaufen oder am Spucken. Das ist immer schon mal ein Anzeichen dafür, dass man ihn schon gedamaged hat. Hey, 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 jetzt hör mal auf hier. Okay. Das ist ja gerade gut am Ausrasten. Lass mal weg hier. Komm hoch da. Eieieiei. Er ist ein bisschen nah hier dran. Er müsste ein bisschen weggehen. Klappt nicht immer, okay. Gut zu wissen auf jeden Fall. Machen wir erstmal so Damage, denke ich. Das reicht mir jetzt gerade ein bisschen. Okay, er humpelt. Wenn er humpelt, könnte man ihn fangen. Aber wir haben leider keine Fallen. Noch nicht zumindest. Jetzt haut er in die andere Richtung ab. Warum kann ich denn da nicht runter? Das ist doch blöd. Wahrscheinlich hier rum und das ist nur so ein anderer Weg für ihn, schätze ich jetzt mal. Wo ist er denn? Da ist er. Okay, ich dachte eben schon. Mega Wag Boss. Vielen Dank fürs Followen. Oh Mann. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir noch eine bessere Waffe bekommen. Die ist ein bisschen nervig. Dadurch, dass sie halt so eine scheiß Schärfe hat. Wir müssen uns irgendwie mal heilen.
Tränke, hier haben wir sie. Hier haben wir sie. Was ist denn der Dicke? Ist abgehauen, glaube ich. Oh nein, ich hätte einen Ball drauf werfen sollen. Dann muss aber eigentlich ja hier runter abgehauen sein. Wobei von der 18er gekommen, oder? Hey, lass mich mal in Ruhe hier. Jetzt sollte mal in die 8 gucken, ob er da ist. Weil alles andere ist eigentlich zu weit weg von den Eingängen her. So ein Mist, ey. Ich glaube, ich habe ihn verloren. Hier mal die 7. Na, die Waffe hat keine bessere Schärfestufe, das ist das Problem. Die fängt mit der Schärfestufe an. Das heißt, wenn ich es benutzen würde, hätte es halt keinen Effekt. Gucken wir mal in der 2. Viel mehr bleibt ja irgendwie nicht mehr. Sind nur kleine, sonst wird die Musik sich, denke ich, anders anhören. Der wird irgendwo liegen und pennen, der Stinker, ey. Sieht nicht so aus, als ob er hier wäre. Dann gehen wir mal Richtung 9. Ärgerlich. Muss das auf jeden Fall einen Farbball drauf werfen das nächste Mal, wenn ich wieder gegen einen großen kämpfe. Ich habe gedacht, dass wir das gegen den noch nicht brauchen. Da ist er doch. Glück gehabt. Gucken wir mal, ob wir von oben drauf gehüpft kommen diesmal. Na, wir haben zumindest Schaden gemacht oder sind nicht drauf gekommen diesmal. Ah, wir haben ihn schon gefunden, aber trotzdem danke. Na komm. Okay. Lass noch mal heilen, würde ich sagen. Bevor er uns hier noch umprügelt, der Stinker. Jetzt haut er wieder ab. Diesmal ist auf jeden Fall in Stufe 8 abgehauen. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen jetzt. So, wo ist er? Muss er weitergerannt sein quasi. Dann ist er jetzt vielleicht in Stufe 10. Ich will jetzt, wo er humpelt, keinen Ball mehr drauf werfen. Das ist das Blöde. Ich werde es aber vielleicht machen müssen, wenn der immer wieder abhaut. Bisschen kacke so. Gucken wir mal in 9, ob er diesmal wieder in 9 gegangen ist zum Pennen. Könnte sein. Ist er das da? Das ist er doch, Tatsache. Okay, jetzt müssen wir die Waffe auf jeden Fall schärfen. So viel ist klar. Lass mich mal weg hier. Du Stinker, ey.
So, Waffe schärfen. Machen wir erstmal den Kleinen da kaputt. Muss mehr blocken irgendwie wieder. Der nervt nämlich ein bisschen. Na komm schon. Arsch mich doch. Dass der so viel noch aushält irgendwie. So viel kann der da auch wieder nicht regeneriert haben jetzt in der kurzen Zeit. Jetzt haben wir zumindest 3-4 Hits mal drauf gelandet. Immer weiter. Hey, Affenfreund. Ich bin bisher ganz zufrieden. Es ist noch nicht so viel Neues, außer dieses auf den Rücken hüpfen. War halt relativ langes Tutorial, so Monster Hunter typisch. Mit 1,5 Stunden, 2 Stunden. Das heißt, so lange sind wir jetzt noch gar nicht dabei, richtig große Viecher zu jagen. Das macht Spaß. Und das ist ja das Wichtigste. Den hier haben wir jetzt endlich besiegt, ey, verdammte Scheiße. Könnt ihr mal aufhören, ihr kleinen Kacker? Und freut mich natürlich, dass du es geschafft hast. Ich denke, ich werde auf jeden Fall noch ein Weilchen da bleiben. So, da haben wir unser erstes großes Tier besiegt. War doch ein bisschen nerviger als anfangs gedacht. Aber was soll's. Irgendwelche Verletzungen? Nein, gut. So, jetzt können wir hier wieder mit 2 Leuten reden. Gucken, was die denn möchten von mir. Okay, aus Großjagi-Teilen können wir uns jetzt eine Rüstung machen. Okay, wenn wir das komplette Set tragen, werden wir weniger betäubt. Ja, also in Japan ist es ja eine absolut eigenständige Riesenmarke, im Gegensatz zu hier, wie du ja schon sagst, das stimmt. Ich bin halt auch mal gespannt, ich finde es halt ein bisschen schade, dass es nur für 3DS ist. Weil ich finde die Kamerasteuerung bis jetzt nicht ganz so prickelnd, das ist so ein kleines Manko bisher, finde ich. Und sonst ist halt noch nicht so viel Neues bis jetzt. Also ich meine, man muss ja auch nicht nur neue Sachen einführen. Das, was sie ja bis jetzt immer schon gemacht haben, war ja gut. Also ich will das jetzt gar nicht so krass verurteilen. Nicht, dass man mich hier falsch versteht. Noch nicht viel, Elias.
Wir haben gerade unser erstes großes Monster besiegt, quasi. Das ist so das einzige vielleicht. Nehmen wir wieder mal 2-3 Farbbälle mit. So. Also so richtig viel haben wir noch nicht gemacht, weil das Tutorial sehr lange war. So, dann gucken wir mal, was wir als nächstes machen können. Vielen Dank fürs Follow, Nilias. Ja, da sind halt einige alte Monster, aber habe auch schon neue gesehen. Den Insektenstab. Das kann ich gerne mal machen, dann darf ich die Quest nur noch nicht annehmen. Ich habe ja die Waffen jetzt auch noch nicht alle ausprobiert, also von daher. Ich hoffe nur, dass wir den auch haben. Ich habe noch gar nicht geschaut gehabt. Den Insektenstab, wo haben wir den denn? Eliteklinge. Knochenstab, ist das der? Müsste der sein. Genau, dann ziehen wir den doch mal an. Versuchen das einfach mal. Da soll man ja irgendwie Insekten damit bezirzen können oder ein Insekt haben, das für einen kämpft oder sowas. Mal schauen. Ich nehme auf jeden Fall erstmal das Essen. Ja, man hat am Anfang von jedem Waffentyp eine Waffe in der Box liegen. Man kann sich halt dann quasi für eine entscheiden. Gute Nacht, Destillation. So, dann schauen wir mal. Da müssen wir ein Ei besorgen. Da müssen wir angeln gehen. Ist ein bisschen uncool, glaube ich. Was haben wir hier noch? Jage einen Seltas. Das klingt auch ganz gut. Machen wir das erstmal. Wenn wir jetzt die neue Waffe ausprobieren wollen. Was auch immer ein Seltas sein mag. Karte wieder mitnehmen und den ganzen anderen Spaß. Blitzbombe gibt es auch wieder. Ja, das habe ich gesehen gehabt, aber ich habe da jetzt noch nichts. Da muss ich erst dann was schmieden und machen. So, jetzt gucken wir erstmal, was das so generell für Angriffe hat. Das ist so eine Art Lanze dann in dem Moment. Was haben wir hier? Okay, das ist so ein Sprungangriff. Finde ich jetzt gar nicht so schlecht auf den ersten Eindruck her, vom Angriff her. Mal schauen. Ich finde es ganz gut, dass man den ersten Kameraden auch so ein bisschen selbst erstellen kann und so. Das finde ich ganz nett gemacht. Jetzt ist die Frage nur, wo ist das Seltas-Vieh? Rennen wir erstmal außenrum, würde ich sagen. Da wird sicher wieder eine Sequenz kommen, wenn wir in das Gebiet kommen, wo er ist. Das sind wohl keine Seltas, nehme ich an. Hier auch nicht. Dann gehen wir in die 7, oder? Na, gehen wir erstmal in die 9, ist vielleicht besser. Oder bin ich jetzt in die 7? Ne, ich bin in die 9. So wie gedacht. In 7 oder 5, okay.
Dann müssen wir jetzt Richtung 4 und von 4 in 7. Mit R schieße ich das Insekt. Müssen wir erstmal hier wieder hoch. Na, mal schauen. Also standardisierte Angriffsmuster ist ja schon mal nicht schlecht von der Waffe, so wie das aussah. Sah auch ein bisschen schneller aus als das Großschwert. So, jetzt sind wir in 7. Hier ist es sehr gut. Mit R zielt man nur. Mal schauen. Ich werde es gleich rausfinden, denke ich. R und X gleichzeitig. Gut. Wird versucht. Und mit R macht er bei mir schon mal... Ah, okay. Ah, okay, okay. Ich hab's verstanden. So... R und B ist hoher Sprung. Gut, interessant. Zielen ist ein bisschen uncool. Ich glaube, den haben wir jetzt getroffen gehabt. Sieht zumindest so aus und das betäubt den jetzt irgendwie. Habe ich zumindest das Gefühl. Müssen erstmal den anvisieren hier. Kann ich den jetzt so oft schießen, wie ich will? Bringt das was, wenn ich den öfter schieße? Das ist so ein bisschen die Frage. R und A zum Zurückrufen, okay. Eieiei, lass mich mal in Ruhe hier, Kollege. Ups, da ich will da eigentlich versuchen hochzukommen. Das klappt hier aber irgendwie nicht so ganz gerade. Hier geht's hoch. Mal gucken, dass wir da vielleicht irgendwie mal drauf hüpfen auf das Viech. Das war, es hat geklappt, perfekt. Sehr schön. Aber ich muss mich festhalten gerade. Wird gemacht, wird gemacht, wird gemacht. Okay, perfekt. Bin drauf geblieben. Und haben wir ihn umgeprügelt. Jetzt müssen wir ihn hier damagen. Solange er da liegt. Kann ich mit der Waffe auch aufladen? Aufladen geht wohl nicht. Das ist nicht so einfach. Ausweichen. Das war nicht so gut. Hey. Machen wir erstmal hier wieder eine neue Rüstungsschärfe hoch. Eieiei, lass mich mal hier in Ruhe, Kollege. Gibt's doch gar nicht. Ist ganz schön nervig mit dem Chargen da irgendwie. Mit der Waffe kann man halt nicht blocken. Guck mal, ob wir nochmal da drauf hüpfen können. Fühlt sich die Leiste unter der Schärfe und dann bringt es was zu schießen, okay. Okay, ich sehe die Leiste auf jeden Fall schon mal. Wo ist er denn, der Stinker? Da unten.
Jetzt kommt er gerade hoch. Er haut ab. Ja, abhaut. Müssen wir noch höher? Gibt es auch unterschiedliche Insekten, wenn man jetzt unterschiedliche Insektenwaffen hat, quasi? Hier muss er irgendwo sein. Die Musik hat sich auf jeden Fall wieder geändert. Da unten ist er rumgeflogen. Das hat nicht so gut geklappt. Das Ding sitzt dabei zumindest. Das Käferteil. Verdammt. Das ist schon gar nicht so einfach, den Kram zu zielen. Der soll mal da hingehen, sodass ich drauf springen kann. Da will er aber nicht so richtig gerade. Weg, weg, weg. Der schießt wieder. Am besten auf den Kopf zielen. Problem ist halt, dass das Zielen an sich nicht so einfach ist, dadurch, dass man das mit dem Steuerkreuz machen muss, irgendwie. Ich glaube, immer wieder schießen bringt mir jetzt auch nicht so viel. Komm weg da. Der humpelt zumindest schon mal, das ist gut. Jetzt haut er nur wieder ab. Das ist weniger gut. Der geht da oben rum. Es gibt wieder noch ein paar andere Insekten, gut zu wissen. Finde ich dann ganz nett. Da muss man sich aber, wie gesagt, auf jeden Fall dran gewöhnen, an die Waffe. Die kennt man ja noch nicht. Da unten war er. Kommt wieder hochgeflogen. Das war nicht ganz so gut. Ich glaube, wir müssen uns erstmal heilen gehen. Ich muss nicht immer zielen, sondern nur Y und irgendeine Taste, okay? Ich denke, das werden wir nach dem Vieh hier mal machen. Nach der Steuerung gucken, was da genau steht. Was bist du denn für ein Kackviech? Hat er festgesteckt gehabt oder so eben? Das wird so nix irgendwie. Ich habe irgendwie das Gefühl, als jedes Mal, wenn ich versuche zu schießen, kriege ich mehr Schaden. Aktuell. So, komm, wir töten den jetzt erstmal und machen hier kein Geschiss drum. Wenn ich mal treffen würde irgendwie. Steckt er fest, sehr gut. Kann man ein bisschen Damage machen. Weg, weg, weg. Der kann einfach hier den Boden einrammen. Was geht denn hier ab zur Hölle? Aber damit habe ich ja jetzt irgendwie gar nicht gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Mir fehlt so ein bisschen das Blocken vom Großschwert. Wenn ich ganz ehrlich bin. Komm, 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 Damage, das war gut. Jetzt liegt er da. Ist er tot oder was? Nee. Leuchtet nur. Ah, jetzt ist er tot.
Gut, da haben wir das erstmal gemacht. Dann werden wir jetzt gleich mal gucken, was wir eigentlich mit der Waffe wirklich machen müssen, weil es ist ein bisschen uncool gewesen. Erstmal nehmen wir alles mit, was wir hier so brauchen. Für alles kriegt man aber eine Erklärung, nur für die neuen Waffen irgendwie nicht. Das finde ich ein bisschen blödsinnig vom Tutorial. Warum kriegt man dann im Tutorial nicht eine der neuen Waffen einfach an die Hand gelegt? So, gucken wir jetzt erstmal. Im Infomenü, wo haben wir das denn hier? Gibt es das hier? Jägernotizen wahrscheinlich. Waffensteuerung. Insekten. Kleve und Kinnensekt. Was habe ich denn da jetzt genau von? Sieht gleich aus. Okay, Quest. Es gibt auch ein Schwert mit der Riesenschild. Stimmt, es hieß ja, es gibt zwei neue Sachen, bloß dieses auf den Rücken hüpfen. Also zwei neue Waffentypen. So, das war's dann aber. Quest haben wir zumindest geschafft, das ist gut. Zutatenstufe für Gemüse wurde verbessert, das heißt, wir kriegen jetzt auch besseres Essen. Und für Getreide. Auf jeden Fall speichern, klar. Und dann gucken wir jetzt wirklich mal, was wir mit der Waffe anstellen können. Oder auch noch nicht. Hier ist irgendwas Neues los. Ich glaube, wir kriegen eine neue Waffe oder so. Oder ist das ein anderer? Das ist ein anderer, glaube ich. Das waren nicht wir. Aha, aha. Sehr interessant. So, erstmal die Notizen. Grundangriff, starker Angriff. Ziel markieren ist mit R. Extraktsammlung, Rückruf und Sprung. R zum Zielen und zum Feuern einfach loslassen. Okay. Interessant. Grundkombination. In einem Sprung kann man alles kombinieren. Okay. Dann macht das Ganze doch schon Sinn. Das heißt, man kann einfach schießen, damit Damage machen. Oder man kann halt diese drei Zusatzangriffe machen. Zusätzlich. Du hast die Lösung verbessern. Okay, jetzt können wir die Rüstkugeln also benutzen. Na, meine Standardrüstung muss ich jetzt nicht unbedingt verbessern. Da warten wir mal, bis wir die erste bessere dann machen können. Verbesserus Completicus. Was zur Hölle geht mit dem ab? Mit Abstand beste Waffe, wenn du es sagst. Unbedingt, unbedingt. Ist mir schon klar, mein kleiner Freund. Nur Eisenerz bekommen, nett. Was mit dir, Chef? Man sagt irgendwie auch immer dasselbe. Aber wir haben die Genehmigung für Erkundungen bekommen. Was immer das bedeutet. Kriegen wir wahrscheinlich jetzt die nächste Map. Sieht so aus. Okay. Symbol unten rechts auf der Weltkarte. Okay. Oh Mann. Da hast du recht, Affenfreund, da hast du recht.
ein Baby leicht, aber wer weiß, auf welche Monster du treffen wirst. Alles klar, mein Freund, danke für die ganzen Erklärungen. Ich würde sagen, wir legen jetzt erstmal die Sachen weg, behalten die Waffe aber fürs erste Mal und versuchen die noch ein bisschen besser kennenzulernen. Das könnte schon Sinn machen. Lass mal die ganzen Sachen hier wieder wegtun. Ist hier noch irgendwas? Das reicht, denke ich. Wir können ja mal gucken, ob wir für unseren Kameraden irgendwie was an Ausrüstung haben. Sieht nicht so aus. Dann müssen wir also auch erstmal neue Sachen machen. Wir können ja mal gucken, ob wir noch eine neue Insektenkleve machen können. Ein neues Großschwert konnten wir ja auch schon machen. Waffenschmieden, Insektenkleber. Okay, da fehlt uns ein Rätselknochen, fehlt uns. Interessant. Was brauchen wir für diese Yagia-Geschichten? Oder könnten wir einen Helm quasi machen, aber das lohnt sich halt nicht wirklich, denke ich. Wenn, dann müssten wir schon die ganze Set-Geschichte machen. Oder? Schwierig, es könnte natürlich schon besser sein als unsere aktuelle Grundausstattung, aber was soll's. Gucken wir erstmal, was für Quests wir hier noch haben. Ich würde sagen, wir machen die zwei noch fertig und dann gehen wir auf die Erkundungsgeschichte. Holen wir erstmal das Ei, das ist eine blöde Quest. Ein Garqua-Ei, was soll immer das bedeutet. Ich hoffe mal, dass das kein irgendwie fliegendes Vieh oder sowas ist. ...50 Minuten haben wir. Ich schätze mal, das wird da bei 5 ist das, glaube ich, mit diesem Nest sein. Das ist jetzt einfach mal meine Vermutung. Einsammelquest, so sieht's aus. Die besten, die es gibt. Vor allem ist es dann noch die schlimmste Sorte von Sammelquest, so ein scheiß Ei zu holen und dann nicht getroffen zu werden, damit es nicht kaputt geht. Oh, was ist hier los? Ah nee, das sind die. Das sind die Garquas, ich verstehe. Also ist es gar nicht die großen Dinger gewesen. Und jetzt? Die waren nicht begeistert von meinem Anschleichtalent, aber sie haben ein Ei ausgeschissen. Alles klar. Das ging einfacher als gedacht. Ich glaube, da durften wir da ordentlich runterspringen, oder? Bin ich jetzt blöd? Müssen wir hier hinten irgendwo rum am besten? Okay, das hat er überlebt. In die 4 will ich nicht, will hier unten rum. Müssen wir gut auf unsere Ausdauer aufpassen. Ich glaube, da konnten wir sonst auch das Ei fallen lassen. Oh nein, das sind Dingsviecher. Müssen wir jetzt langsam laufen und wenn sie angreifen, müssen wir losrennen. Krieg 0815 quasi. Klappt, 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 alles gut. So, jetzt müssen wir nur noch ein Fenster überleben. Hier sieht es aber nicht mal gefährlich aus. Also was soll's. Außer die sind jetzt zu Eierfressern geworden.